Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Zum Beispiel wieder mal eine Runde Survival Games auf dem GoModi.net Server und es geht jetzt los. Mal gucken, wie es so läuft. Ach, im Übrigen, übermorgen, das heißt am Samstag, gibt es einen Livestream, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und es gab auch schon ein kleines Video dazu. Das heißt, wer da mal Bock drauf hat, kann da gerne vorbeischauen. Link zum Informationsvideo dazu nochmal in der Videobeschreibung, wer Lust hat. Mal gucken. Ja, und in dieser Folge werden wir ein kleines Abenteuer erleben. Wir klettern jetzt hier hoch und gehen an einen ganz besonderen Ort. Und ja, diesen Weg hat mir übrigens Niklas gezeigt. Niklas Zock TV. Oh, hier ist noch. Lol. Nein, geh weg. Mein Platz. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Oberhand. Du stirbst, Alter, also ungespielt Dena Fanboy. Tschüss, Mann. Nee, nee, nee. Das nimmt mir jetzt hier keiner weg. So, denn wir klettern jetzt da ganz oben drauf. Auf dieses Teil. Und zwar indem wir dieses schöne Jump'n'Run hier machen. In luftiger Höhe, wie man vielleicht sieht. Das heißt, ein Fehler ist tödlich. So. Oh ja. Da muss man echt aufpassen. Also die Sprünge sind nicht so schwer, aber wie gesagt, ein Fehler ist tödlich, demnach passe ich hier doch lieber ein bisschen mehr auf. Oh Gott, ey. Der Sprung ist scheiße. Oh. So. So und so und so. Jetzt können wir hier optional reingehen. Was hier jetzt genau drin ist, weiß ich selbst nicht. Das ist so ein kleines Labyrinth. Aber ob da jetzt irgendwas Besonderes drin ist, weiß ich auch nicht. Also habe ich noch nicht herausgefunden. Da können wir auf jeden Fall hochgucken, da können wir runterfallen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Mit relativ gutem Zeug drin auf jeden Fall. Können wir uns ein bisschen dran equippen. Und so. Und dann kann es weitergehen. Jetzt gehen wir wieder raus. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas drin ist. Keine Ahnung. Und jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Und dann können wir da nämlich weiter hochjumpen. Wo auch immer so eine riesige, umgedrehte Art Pyramide über dem Spawn schwebt. Keine Ahnung. Hier können wir auch runterfallen, muss ich aufpassen. So, und hier geht das Jump'n'Run nämlich weiter. Oh Gott, ey. Gott, ich meine, hier könnte ich noch ins Wasser fallen, ne? Aber sonst stehen die Wahrscheinlichkeiten schlecht, dass ich das überlebe, wenn ich hier einen Fehler mache. So, Essen haben wir nicht mehr, scheiße. Oh Gott, okay. Okay, okay. Nein! Verdammt! Okay, gut. Egal. Scheiße. Abenteuer zu Ende. Oh, fuck. Ich hätte es fast sogar noch ins Wasser geschafft. Oh, Mann. Echt dämlich. Na gut, wenn ihr wissen wollt, was da oben ist, guckt es euch selbst an. Spielt die Map. The Eye of Horus heißt sie. Und dann könnt ihr herausfinden, was da oben drauf ist. Naja, das war mein Abenteuer hier. Ich spiele jetzt auf jeden Fall noch eine Runde SG. Ohne Abenteuer, sondern mit ein bisschen mehr Action. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Bis gleich. Jetzt hat er mein Zeug hier eingesammelt. So, und weiter geht's mit der nächsten Runde. Wir spielen auf der Map Steamshire Islands. Altbekannt und eine meiner Lieblingsmaps, würde ich sogar sagen. Macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, die zu spielen. Die muss man noch ein bisschen gucken, dass man da nicht verkackt. Da haben wir auch noch ein bisschen Zeug. Können wir uns alles schnappen, sehr schön. Steinschwert haben wir auch gleich. Ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Start gewesen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier schnellstmöglich wegkommen. Das Einzige, was ich eigentlich in der Map nicht mag, ist, dass hier so viel Wasser ist. Aber ich würde sagen, es passt schon. Die Kiste lässt er einfach liegen, okay. Da ist ein Typ hinter uns, den habe ich schon gesehen, keine Sorge. Leute, er hat Kill-Aura. Oder, ne, hat er doch nicht, er denkt.
Kopf einfach nur gerade richtig komisch bewegt. Jetzt sollte aber kein anderer kommen, dann sieht es schlecht aus. Oh Gott. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Eisenbrustpanzer. Ist gut. Cobwebs. Benutze ich wahrscheinlich eh nicht. Ist noch eine Kiste. Besserer Helm. Auch sehr gut. Können wir uns auf jeden Fall gerade richtig gut equippen. Naja, verdammt. Und ich kletter jetzt auf diesen wunderschönen Turm hier. Das ist übrigens noch eine relativ alte Route von mir, die ich ganz früher immer auf Hive gespielt hatte. Aber Kisten sind hier trotzdem relativ gut. Hier steht auch manchmal eine. Und draußen hört man vielleicht Bauarbeiten. Das nervt echt. Sollte man auf jeden Fall hören im Hintergrund. Naja. Wir klettern mal weiter hier hoch. Hier sind Schwämme. Jetzt haben wir eigentlich alles schon. Ja. Dann ist hier noch eine Kiste. Haben wir noch ein bisschen Essen drin, einen Kompass. Hier haben wir noch so ein bisschen Weizen. Und hier noch eine Kiste. Ja. Brauchen wir eigentlich alles nicht unbedingt. Aber naja, einen Enchanter haben wir hier übrigens auch oben drauf. Das ist ganz cool. So, jetzt werde ich natürlich nicht den ganzen Weg wieder runterklettern, sondern ich gehe hier entlang. Hier ist manchmal übrigens auch eine Kiste. Dann mache ich folgendes. Hui! Und da haben wir einen Gegner. Ah, der schwimmt auf die Insel. Ah, verdammt! Ah, springt so am langen Brand entlang. So, den haben wir jetzt. Ja, sehr schön. Die Kiste konnte er noch komplett looten, aber was Besseres haben wir jetzt auch nicht bekommen. 7 Spieler leben noch. Wir haben einen Bogen. Okay. Ein Radar, auf dem wir gucken sollten auf jeden Fall. Und die haben wir schon vorhin. Vorne sehe ich jemanden. Rüstung sieht gleich aus von uns auf jeden Fall. Und den habe ich, sehr schön. Krass, wie viel Steak wir haben. Das darf ich mich nicht überraschend töten lassen. Aber der nächste, da ist er schon. Ja, ja, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht abgestaubt werde einfach. Deshalb nehme ich jetzt mal ein bisschen Abstand von der ganzen Sache. Haben mich verfolgt eh keiner. Da haben wir unseren Gegner auch schon. Hat er einen Bogen? Hätte auf jeden Fall ein Eisenschwert. Er kommt nicht ins Wasser gesprungen. Ah, der Typ ist auf jeden Fall gut equipped. Das war nicht so schlecht. Ach, Bastard. Komm. Hat er da gerade einen Goldapfel gefressen? Der hätte irgendwas rohes gegessen. Rohes Fleisch hat er gegessen. Ich habe noch einen Fall. Fuck. Oh, liegt ein Eisenschwert in der Kiste. Natürlich sehr nice. Ja, da kommen wir jetzt natürlich nicht ran. Scheiße. Ja, müssen wir aufgeben. Fuck. Den hätte ich jetzt zu gern bekommen. Mann, Mann, Mann. So, dann jump ich hier mal ein bisschen drüber.
Komm, gehen wir gleich Richtung Spawn. Da steht ein Typ. In der Mitte haben wir keinen Enchanter. Sehe ich gerade. Deshalb gehen wir, glaube ich, mal wieder zu dem Turm zurück. Was macht der da zum Teufel nochmal? Oh, greift an. Ich habe jetzt gar nicht auf mein Herzen geachtet, ob ich schon kassiert hatte oder nicht oder sowas. Den haben wir auf jeden Fall. Er hat eine Eisenhose, das ist gut. Ansonsten nichts Besonderes, da liegt noch ein Eisen, aber das brauchen wir wahrscheinlich eh nicht. Doch, das brauchen wir. Wo lag das Eisen nochmal? Ah, da. Schaffst du es wahrscheinlich eh nicht mehr zum Turm, deshalb crafte ich mir schnell mal ein Feuerzeug. Schmeiß ein Eisenschwert weg. Wir haben nur ein Dia. Ja, auf den Turm schaffe ich es auf gar keinen Fall mehr. Haben wir Pfeile bekommen irgendwie? Auch nicht, ne? Naja, so. Muss funktionieren. Dann treten wir gegen die letzten paar Leute hier im Finale an, im Deathmatch. Mal gucken. Wir haben uns das Dia-Schwert genommen. Dann lassen wir die mal kämpfen hier. Und dann stauben wir fachgerecht ab. GG. Hätte ruhig auf mich weiter drauf gehen können. Aber naja. Was soll man machen bei so einer kleinen Arena? Irgendeiner muss abgestaubt werden. Es ist einfach so. Außer man macht natürlich zum Schluss fair, aber ich meine. Naja. Okay, dann würde ich auf jeden Fall mal sagen, das war's mit der Runde hier. Oder mit den beiden Runden besser gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.